Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe für euch heute eine total schöne Geburtstagskarte. Die könnt ihr natürlich auch für jeden anderen Anlass gestalten. Und ich arbeite heute schon mit ganz neuen Produkten, nämlich mit der Pfingstrosenserie. Fast ausschließlich ein bisschen was anderes ist auch noch dabei, aber das meiste ist aus dieser Serie. Und ja, es ist wirklich eine wunderschöne Karte, ganz toller Blumen. Gruß, also wirklich eine ganz tolle Blüte und genau, wie das funktioniert, das zeige ich euch heute im Video. Innen sieht sie so aus zum Geburtstag, genau, aber man könnte das zum Beispiel auch schön als Hochzeitskarte gestalten oder zu jedem anderen Anlass. Einfach mal so einen Blumengruß kann man ja natürlich auch verschenken. Genau, ich zeige euch jetzt erstmal, was ihr alles für die Karte braucht. Erst zeige ich euch mal die Bestellnummern für das Papier. Ich habe hier einmal Flüsterweiß, Schiefergrau, Blütenrosa und das Designerpapier Pfingstrosenpoesie. Das Designerpapier habe ich euch schon mal gezeigt in meiner ganzen Bestellung. Ich kann euch das Video hier oben mal verlinken. Unter dem weißen i könnt ihr nachschauen. Da seht ihr, wie das komplette Designerpapier aussieht. Und was ich mir noch so alles bestellt habe, könnt ihr da gerne mal nachgucken. Und ich wollte noch sagen, das Designerpapier ist jetzt eigentlich in Granit. Aber ich finde, es passt mit Schiefergrau sehr gut zusammen. Also das kann man ruhig euch noch ein bisschen anders variieren von der Farbe. Aber man könnte natürlich auch Granit als Grundfarbe vom Farbkarton nehmen. Und ich habe jetzt hier ein Stück Schiefergrau in dem Maß 28 x 10,5 cm. Und ich habe mir das auch schon mal gefalzt bei 14 cm. Dann habe ich so eine Klapp-nach-oben-Karte oder man könnte sie auch so rum gestalten. Aber ich fand jetzt so für diese große Blüte dieses nach oben ganz schön. Dann habe ich ein Stück flüsterweißen Farbkarton in dem Maß 13,5 x 10 cm. Einen Reststreifen Flüsterweiß, der ist jetzt 1 cm hoch von der Höhe und die Länge, die kürzen wir uns dann einfach so ein. Das bleibt euch einfach übrig, wenn ihr euch die Innenseiten immer zuschneidet. Und dann habe ich noch einen Farbkarton in Blütenrosa in dem Maß 12 x 4 cm und das Designerpapier hat das Maß 12 x 3 cm. Und dann habe ich einfach noch ein Reststück in Blütenrosa, das brauchen wir dann für die Blüte. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt als erstes mal an mit der Stanz- und Prägemaschine. Wir prägen uns ja das Papier im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Hier ist das Papier noch ganz fein geprägt. Und natürlich müssen wir uns die schöne Blüte ausstanzen. Und da hole ich mir jetzt mal meine Maschine ins Bild. Mal gucken, ich habe hier nämlich schon einiges rumliegen. Ups. Also, ich gehe jetzt mal ein ganz kleines bisschen raus, dass ihr das besser sehen könnt. Denn ich fange ja jetzt an mit Prägen. Und meine Prägematte ist eine 3D-Prägeform. Also das heißt, die macht noch eine bisschen tiefere Prägung. Das ist die Bestellnummer, nennt sich Grazile Diamanten. Und durch das, dass es so eine 3D-Prägeform ist, brauchen wir ein bisschen einen anderen Aufbau für unsere Stanzmaschinen. Und das ist eben jetzt neu. Im Juni gibt es ja im neuen Katalog, also sie sind schon drin, aber noch nicht bestellbar. Die neuen Stanz- und Prägemaschinen von Stampin' Up werden dann so aussehen. Es gibt zwei verschiedene Größen. Und wenn ihr euch diese Maschine kauft, dann ist diese Spezialplatte, diese Sonderplatte schon dabei. Aber wenn ihr die Maschine nicht habt, so wie ich habe jetzt auch eine andere Stanz- und Prägemaschine, dann braucht man da so eine spezielle Auflageplatte. Und bis jetzt war das so, das war immer diese blaue Platte. Und in Zukunft wird diese Platte aber grau sein, nennt sich Spezialplatte, hat diese Bestellnummer und ist dann für jede andere Maschine auch kompatibel. Und man kann dann damit eben diese 3D-Prägeformen mit jeder Stanz- und Prägemaschine auskurbeln. Und so machen wir das jetzt auch, nur dass meine Platte eben noch blau ist. Stellt sie euch grau vor, das war eben die ältere Ausführung davon. Genau, da stellt sich eben ein bisschen was um. Und jetzt nehme ich mir meinen dünneren Streifen in Blütenrosa, lege mir den innen rein in meine Prägeform, klebt gut zu und kurbel mir das jetzt einmal durch. Und dafür brauche ich eben jetzt diese blaue Platte und unten drunter ist meine dicke Grundplatte. Wenn ihr also eine andere Maschine habt, dann ist das genauso. Dicke Grundplatte, eure Prägeform mit dem Papier drin und oben drüber dann diese neue graue Platte. Außer ihr habt die blaue Platte, dann braucht ihr das alles gar nicht. Genau. Und jetzt habe ich mir das Papier schon mal durchgedreht, durchgekurbelt und jetzt sieht die so aus. Die Prägeform ist sehr schön, sehr elegant. Finde ich total toll. Und dann stanzen wir uns auch gleich die Blüte aus und dazu brauche ich jetzt noch meinen ganz normalen Stanzaufbau, so wie immer.
Und zwar ist das meine Grundplatte, meine dünne Platte und meine zwei schon ziemlich zerkratzten Acrylplatten. Aber die funktionieren trotzdem. Dann nehme ich mir mein Reststück in Blütenrosa und die Stanzformen Pfingstrose. Und hier haben wir ganz, ganz viele Stanzformen in diesem Paket. Und ein großer Teil von diesen Stanzformen hat, ich zeige euch das gleich nach, noch zusätzlich Schnitte drin. Ich sortiere mir die jetzt nur mal raus. Also das sind jetzt eben vier Stück. Eine Sache habe ich noch vergessen, die suche ich auch gleich mal raus. Und zwar, wenn ihr euch das mal hier so anschaut, ihr habt hier die ganz normale Stanzform außenrum und dann sind hier überall noch so kleine Schlitze zum Einstanzen für das Papier dann vorgesehen. Und diese vier Teile mit diesen Schlitzen, seht ihr, hier unten ist dieser Schlitz, die lege ich mir jetzt alle auf mein Papier und stanze mir das jetzt einmal aus. Und dann hat man noch so eine Blütenmitte und die brauche ich natürlich auch noch und da suche ich mir noch schnell ein schiefergraues Papier raus. Da braucht man wirklich nur so einen kleinen Rest, so ein kleines Reststück. Und dann lege ich mir das einmal drauf und kurbel mir das mal durch meine Maschine durch. Ich mache jetzt hier einmal vor und zurück, weil es bei mir ein bisschen eng ist. Gerade. Und dann lege ich mir die jetzt alle gleich dahin. Genau, und jetzt haben wir eben vier Blütenteile und unsere Blütenmitte. Die Blütenmitte kann noch kurz auf die Seite. Und dann schnappe ich mir meinen Papierfalter und nehme diese Blüten und bringe die noch so vorsichtig ein bisschen in Form. Das heißt, ich streife mir die so ein bisschen über den Papierfalter drüber. Gerade hier unten muss man vorsichtig sein, weil natürlich, ihr seht das hier, der Schlitz ist dann, hier ist es schon relativ dünnes Papier, da muss man ein bisschen Obacht geben. Und so mache ich mir das eigentlich mit allen, dass die einfach noch so ein bisschen Schwung kriegen, mal nach vorne, mal nach hinten. Oder auch hier so ein bisschen innen rein, das habe ich mir jetzt da schon eingerissen. Das war jetzt zu grob, das muss ich mir nochmal schnell auskurbeln. So, das habe ich mir jetzt nochmal schnell ausgekurbelt und das. Wenn euch das auch so riskant ist, wenn das an diesen manchen Stellen ist, ist es schon sehr dünnes Papier oder sehr weit eingestanzt, dann könnt ihr das euch einfach mit den Händen gleich ein bisschen biegen. Einfach nur so ein bisschen in Form bringen, gerade auch hier oben bei dem ganz kleinen. Und ich mache so immer so, dass ich das obere Teil immer so ein bisschen nach hinten drücke und das untere Teil immer ein bisschen nach vorne. Denn ich finde, so kann man das super zusammenbauen. Ich nehme also jetzt die zwei unteren Stückchen und setzt mir die so ineinander. Und dann nehme ich die zwei oberen Stücke und setze mir die auch so ineinander. Und so habe ich dann, wenn ich meine Innenteile noch in die beiden äußeren Teile lege, eine wunderschöne Blüte mit ganz viel Dimension, weil sie einfach ganz viel verschiedene Blattwerkhöhen und Tiefen hat. Seht ihr das? Also es sieht richtig, richtig schön aus. Und das Ganze, da kommt dann in die Mitte eben noch mein Blütenmittelelement rein, das dann hier noch so rausspitzelt. Und das klebe ich mir jetzt einfach mit Flüssigkleber ein bisschen zusammen. Und da habe ich es jetzt so gemacht, ich habe jetzt wieder diese zwei inneren Teile rausgebaut. Da habe ich mich einfach leichter getan. Und nehme jetzt meinen Flüssigkleber und bringe mir den Kleber, also halte mir das so hin, wie ich es ungefähr haben will und gucke mir dann, wo ich den Kleber hinmachen möchte. Also der kommt hier unten auf jeden Fall in diesen Rahmen rein. Auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Kleber erwischt. Dann klebe ich mir den hier außen fest. Und dann hier hinten auch noch ein bisschen unter diese, seht ihr das? Unter diesen oberen Bereich. Und dann klebe ich mir auch noch meine zwei Innenteile zusammen. Also ich stecke mir die wieder so vor, wie ich sie haben möchte und gucke dann, wo ich den Kleber hinmache. Und das klebe ich mir jetzt eigentlich hauptsächlich hier unten zusammen. Dann kann man oben auch noch ein bisschen so rumziehen, wo man es gerne dran hätte. Da muss jetzt auch nicht massenhaft viel Kleber drauf sein. Und so kann man das oben auch noch ein bisschen in Form bringen. Und dann klebe ich mir mein Innenteil noch an. Auch mit so einem kleinen Klecks. Also ich nehme da wirklich nicht viel Kleber. Einfach auch mit Flüssigkleber arbeiten ist hier ganz gut, weil man den einfach nur ein bisschen verschieben kann.
setze mir das dann hier so innen rein und dann baue ich mir erst die Blüte so mit den letzten beiden Elementen zusammen. Und auch hier mache ich so, da lege ich mir das wieder so ein, wie es mir gefällt, mache mir dann auf die Rückseite einfach Kleber, wo noch Fläche ist und klebe mir das zusammen. Genau, mit Flüssigkleber, wenn ihr arbeitet, könnt ihr das natürlich immer noch ein bisschen ruckeln und dann habt ihr hier so eine Blüte. Wenn ihr merkt, hier ist vielleicht noch ein bisschen was, fehlt nur ein bisschen Kleber, dann macht ihr das immer noch nach. Also das kann man ganz gut auch im Nachhinein noch ein bisschen so hinkleben, wie es einem gefällt. Und dann hat man hier eine wunderschöne Blüte, ganz toll in dreidimensionaler, mit dreidimensionalem Effekt und ich finde, die ist wunderschön. Was ich jetzt hier bei dieser Blüte gemacht habe, ich habe die hier unten nachgeschnitten, seht ihr? Das mache ich jetzt auch. Ich finde das eigentlich ganz schön. Natürlich könnte man das auch so lassen, wenn man meint, hier unten müssen noch die Blütenblätter rausschauen. Aber ich fand das irgendwie als schönen Abschluss auf meiner Karte und habe mir einfach an dem Rand von meiner größten Blüte hier das schön entlang geschnitten. Und dann ist meine Blüte schon fertig und ich kann sie super auf die Karte aufbringen. Okay, jetzt haben wir eigentlich schon mal ganz viele Einzelteile. Jetzt würde ich sagen, geht's ans Stempeln. Als Stempelset habe ich mir einmal die Pfingstrosenpracht und den Blumengruß ausgesucht. Das sind die beiden Bestellnummern von den Stempelsets. Und bei dem Blumengruß habe ich mir einmal zum Geburtstag auf einen Stempelblock aufgezogen und Blumengruß. Und bei dem Pfingstrosenpracht habe ich mir einmal diesen Stempel hier unten, diesen Blütenstempel rausgenommen, die beiden Blätter. Und das war's, ja. Mehr habe ich gar nicht rausgenommen. Die habe ich verwendet. Und meine Stempelfarben sind einmal Schiefergrau und Blütenrosa. Genau, und als Farbe nehme ich mir jetzt mal Schiefergrau und den Blumengruß und stempel den einfach auf meinen dünnen Streifen Papier. Oh ja, das war jetzt nicht mittig. Zum Glück hat das Papier immer zwei Seiten. Mal schauen, ob er gerade ist. Ja, einen Versuch machen wir noch. Der ist jetzt schief. Läuft super. Ja, den nehmen wir. Aller guten Dinge sind vier in dem Moment. Und wenn wir das Schiefergrau gleich offen haben, dann machen wir auch noch die Karte. Also einmal auf die Frontseite mache ich mir den großen Blütenstempel. Hier oben und hier unten in die Ecke. Und auch die Blätter noch so ein bisschen, die verteile ich da so. Und der eine Bereich ist eben nur so ganz leicht von der Ecke reinschauend. Und der andere Bereich ist schon ein bisschen, also da ist die Blüte auf jeden Fall ganz drauf. Und dann die Blätter verteile ich mir so, das sind ja zwei verschiedene Größen. Das größere Blatt kommt hier unten noch hin. Das scheint dann danach einfach so ein bisschen raus aus dem Papier. So, und dann nehme ich mir die Blüte nochmal und stempel mir die hier unten auf meine Innenseite von meinem Papier noch drauf. Einmal so ziemlich weit in die Ecke und einmal so von der Seite reinkommend in diesen bisschen oberen Bereich. Also nicht ganz oben, sondern eher so ein bisschen weiter unten habe ich es jetzt mal gemacht. Und die Blätter verteile ich mir hier auch nochmal ganz, wie es mir gerade gefällt. Von der Größe sind die ja ein bisschen unterschiedlich. Ist die Frage, ob wir hier nach oben gehen sollen oder auch nach unten. Ich glaube, ich gehe hier mal nach oben. So. Genau, so sieht es jetzt aus. Und dann ist ja in diesem Spruch, zum Geburtstag habe ich mir da noch ausgesucht. Und da ist ja jetzt so, der Spruch ist ja zusammen, also ist ja komplette Länge. Wenn man jetzt hier mehr Platz hätten, dann könnte man den auch komplett aufstempeln. Aber ich fand es eigentlich ganz schön, dass man den hier so zweiteilt. Aber da muss man natürlich jetzt gucken, dass man das gerade trifft. Und da nehme ich mir jetzt das Blütenrosa und gehe mir einmal nur mit dem Zum in meinen Stempel rein. Und dann stempel ich mir den jetzt hier einmal ab. Muss aber versuchen, dass es einigermaßen gerade ist. Und dann gehe ich nur mit meinem Geburtstag. Mache mir aber den Stempel vorher unbedingt mal sauber, weil das Zum sonst vielleicht noch ein bisschen abgeht. Also mal gucken, haben wir gut erwischt, oder? Ja. Jetzt nehme ich mir eben die zweite Seite von meinem Stempel, nur den Geburtstag mache ich mir mit Stempelfarbe voll
Und gehe hier noch so, muss mal kurz übers Projekt gehen, dass ich das auch einigermaßen gerade treffe. Das ist nicht ganz einfach, aber so sieht es ganz schön aus. Und so hat man einfach den Stempel ja auch noch ein bisschen unterteilt. Und ihr könnt natürlich die Stempel auch auseinanderschneiden, aber ich mache das ehrlich gesagt nicht gerne. Irgendwie. Aber es geht. Möglich wäre es. Dann räume ich ein bisschen auf und wir bauen die Karte zusammen. Und als erstes schnappe ich mir einfach den Flüssigkleber und klebe mir meine Innenkarte in meine Grundkarte und gucke nur, dass auf der Frontseite, dass ich sie richtig rum habe. Einmal mit ein bisschen Flüssigkleber. Muss gar nicht viel sein. Und klebe mir das dann so an. Und meine Frontseite mache ich auch eigentlich hauptsächlich mit Flüssigkleber. Und zwar lege ich mir mein geprägtes Papier relativ schräg da auf. Also das ist schon ein bisschen schräg. Und das andere Teil, das dann so drüber kommt, das wird gerade sein. Und da mache ich es jetzt so, bevor ich mir das aufklebe, lege ich mir das lieber immer nochmal hin und schaue mir das Ganze mal so an. Also ich bin hier mit meinem Stempel relativ weit in die Mitte reingekommen. Es ist fast ein bisschen schöner, wenn der noch ein bisschen mehr rausschaut hier. Aber zu weit drüber können wir auch nicht gehen, weil ja die Blüte doch relativ groß ist. Jetzt nehme ich mal meinen Blumengruß und kürze mir den einmal so ein. Und schräge mir den dann auf der anderen Seite ab. Jetzt mal schauen, welcher Stempel, der war der schönste. Also einmal so abschrägen. Und dann nehme ich mir noch mein Falzbein und gehe mir einfach hier mal so ein bisschen nach oben und dann noch mal ein bisschen nach unten, dass der noch so ein bisschen Form bekommt. Seht ihr das gut? Also der ist jetzt noch so ein bisschen wellig und den klebe ich mir dann nachher da an. Aber so kann man es, glaube ich, ganz gut machen. So sieht man noch einen Teil von der Blüte. Die Blüte ist nicht zu weit am Rand. Die ist hier oben auch ein bisschen höher. Also durch das Zusammenkleben ist sie jetzt ein bisschen größer als meine Musterblüte hier auf meiner vorherigen Karte. Aber so baue ich mir das jetzt zusammen. Und dann fange ich einfach mal an mit meinem geprägten Papier. Da könntet ihr euch auch aussuchen, welche Seite euch besser gefällt. Mir gefällt jetzt die Seite besser, die so nach oben geht von der Prägung. Und das klebe ich jetzt hier so ein bisschen schräg auf. So. Und das andere Papier kommt relativ gerade drüber. Soll sich aber natürlich auch überschneiden. Das wäre auch eine schöne Seite. Also das Designerpapier ist einfach wunderschön. Das ist total toll. Und worauf ich jetzt hier achte, ist auf jeden Fall, dass es hier unten über diese Ecke drüber geht. Das gefällt mir irgendwie, wenn das hier unten schön drüber geht. Und den Blumengruß, den mache ich auch einfach mit so einem kleinen Klecks. Wenn da noch was rauskommen möchte. Ja, Flüssigkleber hier drauf. Und klebe mir das hier bündig an meinen Streifen hier an. Und dann kommt meine Blüte noch drauf und die kommt natürlich mit Diamond Schnells hinten drauf. Da klebe ich jetzt mal drei Stück drauf. Und die biege ich mir noch ein bisschen in Form. Genau, und dann kommt die hier so drüber. So ein bisschen schräg. Also ich finde, die Karte ist echt schön. Ich finde es toll. Durch diese Blüten im Hintergrund kommt es noch alles ein bisschen optisch nach vorne. Und die Blüte ist einfach toll. Und der Blumengruß, finde ich, passt da auch irgendwie richtig schön dazu. Genau, und dann habe ich als Abschluss einfach noch ein paar schöne, wie heißen sie? Facettierte Glitzersteine, echte Eleganz heißen die. Und da haben wir hier so welche, die haben ganz noch einen feinen Glitzer innen drin. Und die finde ich total schön. Sind mir fast zu wenig im Paket. Ich weiß jetzt schon, dass ich die ganz schön verbrauchen werde. Und da klebe ich mir einfach zwei verschiedene Größen hier oben noch auf. Das ist übrigens die Bestellnummer. Also die finde ich echt total toll. Die sind alle richtig schön und diese Glitzerdinger, die sind wirklich ganz besonders elegant, finde ich. Ja, und schon ist meine Karte fertig. Also es ist eine Karte, die sehr elegant ist, sehr, finde ich sehr, sehr schön. Was mir an dieser Blüte noch ein bisschen besser gefällt, ist, dass ich hier oben
dieses Teil noch ein bisschen weiter nach unten geschoben habe. Hier ist es relativ groß. Seht ihr das? Also das ist auch in Ordnung so, es passt auch. Aber ich fand es eigentlich schon schöner, wenn es noch so ein bisschen nach innen geht. Da kann man einfach drauf achten. Je nachdem, was euch besser gefällt, so könnt ihr es dann einfach machen. Aber ansonsten haben wir hier eine wunderschöne Karte zum Geburtstag mit den neuen Pfingstrosen und ich finde die einfach super toll und ich hoffe, euch gefällt sie genauso gut wie mir. Ich zoome euch noch ein bisschen näher ran. So habt ihr die super im Blick. Und ja, dann sind wir schon am Ende. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und freue mich auf euch bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert einfach den Kanal, drückt dabei auf die kleine Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!